Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur 51. Frankenberger Orgelmatinee. Es gelten weiterhin auch immer noch die Maßnahmen zum Pandemieschutz, also können immer noch keine Konzerte stattfinden. Somit findet auch diese Matinee wieder als Online-Format statt. Kirchenjahreszeitlich befinden wir uns in der Passionszeit, in der Zeit, die sich mit dem Kreuzesopfer Jesu Christi auseinandersetzt. Die heutigen Werke sind deswegen alle Bearbeitungen über Passionschoräle. Über Bachs Orgelbüchlein muss man nicht viele Worte verlieren. Es gehört zum absoluten Kernbestand des Orgelrepertoires. Die darin enthaltenen Orgelchoräle zeichnen sich durch die ohne Unterbrechung durchgeführte Liedmelodie im Diskant aus. Meist vierstimmige Setzart und in aller Regel ein charakteristisches textausdeutendes Gegenmotiv. Die Tiefgründigkeit der Verbindung von Text und Musik, die hier geschaffen wurde, sucht ihresgleichen. Im Orgelbüchlein enthalten sind auch 7 vollendete Passionschoräle. Außen vor lassen wir jetzt mal das nur kurz von Bach anskizzierte Choralvorspiel über O Traurigkeit, O Herzeleid. Beginnen tut die Reihe mit O Lamm Gottes unschuldig. Einige dieser 7 Choräle befinden sich auch heute noch im gottesdienstlichen Gebrauch, beispielsweise Christe, du Lamm Gottes. Andere sind heute nur mehr wenig bekannt, beispielsweise Hilf Gott, dass mir es gelinge. Interessant ist, dass 4 der 7 Choralvorspiele als Kanons konzipiert sind. Hermann Keller stellte die These auf, dass Bach im Kanon ein Symbol der Erfüllung des göttlichen Willens durch den Sohn gesehen habe. Die 2. Kanonstimme steht praktisch stellvertretend für den Sohn als 2. Person der Trinität. Es würde hier wirklich den Rahmen sprengen, jeden einzelnen dieser Choräle besprechen zu wollen. Wer sich für mehr Einzelheiten interessiert, dem lege ich eine Videoreihe meines Freundes und Kollegen Johann Lieberknecht aus Biedenkopf ans Herz, der jede Woche dieser Passionszeit ein Video zu jedem Passionschoral aus den Orgelbüchern anfertigt. Die bisher erschienenen Videos dazu verlinke ich in der Infobox. Bis Karfreitag erscheinen dann immer noch weitere. Der junge Johannes Brahms verfasste im Jahr 1856 sein Choralvorspiel mit Fuge über den Choral O Traurigkeit, O Herzeleid. Das Choralvorspiel ist als kurzer Orgelchoral konzipiert. Die Choralmelodie in der Oberstimme, 4-stimmige Anlage, ein charakteristisches triolisches Begleitschema, all das legt doch nahe, dass sich Brahms hier offenkundig vom Orgelbüchlein inspirieren ließ. Die Fuge leitet ihr von Seufzermotiven geprägtes Thema aus der ersten Choralzeile ab. Das interessante Strukturmoment an diesem Stück ist, dass der eigentliche Choral in sehr, sehr langsamen Notenwerten den Bass der Fuge bildet. So langsam, dass man ihn kaum noch erkennt. Unterschwellig ist der Choral damit in der ganzen Fuge durchgehend präsent und liefert praktisch ein hintergründiges Fundament für die Gesamtkonstruktion, ohne dass dies für den Hörer jemals ganz offensichtlich werden würde. Ein wirkliches Meisterstück an Subtilität. Das heutige Schlusswerk ist Bachs großes Choralvorspiel über O Lamm Gottes unschuldig aus den sogenannten Leipziger Chorälen. Bach komponierte jeden der 3 Verse des Liedes einzeln aus, wobei sich die Verse auch nur in den Schlusszeilen textlich unterscheiden. Den ersten Teil bildet ein imitatorischer Satz mit der Melodie im Sopran. Für den 2. Vers wandert die Melodie in die Altstimme. Diese beiden Abschnitte erinnern stark an die Choralvorspiele Johann Pachelbels. Im 3. Vers dann wird die Melodie in den Bass gelegt. Der 3. Vers deutet dann auch dezidiert einzelne Textmomente aus. Mit dem Wechsel in freudige Triolen wird »All Sünd hast du getragen« vertont. Schmerzliche Chromatik dann über der Textzeile »Sonst müssten wir verzagen«. Einen triumphalen Schluss bildet dann die Zeile »Gib uns dein Frieden, o Jesu«. Es endet diese Matinee also mit demselben Choral, mit dem sie begonnen hat. O Lamm Gottes unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet.